Hi, hallo Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich bin bei meiner Mama zu Besuch und möchte euch heute einen dekorativen Tipp für den Tisch geben. Und zwar war ich doch im letzten Jahr bei Stars for Europe in London und habe mir so ein paar Trends angeguckt von verschiedenen Floristen und Designern, was man mit Weihnachtsstern alles machen kann. Und ich finde ja, dass der Weihnachtsstern auf gar keinen Fall eine altbackende Pflanze ist. Im Gegenteil, der Weihnachtsstern ist eine der beliebtesten Zimmerpflanzen weltweit. Der Weihnachtsstern hat in verschiedenen Kulturen verschiedene Bedeutungen und es gibt, soweit ich weiß, nur sehr, sehr wenige Pflanzen, die Menschen und Kulturen, so viele verschiedene, miteinander verbinden. Also es ist quasi eine Brückenpflanze. Und ich möchte euch heute damit wieder einen Tischdeko-Tipp geben, um euch einfach zu zeigen, dass der Weihnachtsstern nicht alt ist. Nein, 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 nein. Er ist, seine Geschichte ist vielleicht alt, aber nicht, was die Deko betrifft. Ich habe es geliebt, wenn meine Oma ihre Fensterbänke mit Weihnachtsstern dekoriert hat. Und ich möchte euch jetzt einfach mal eine glamouröse Tischdeko geben, wo ein bisschen was anderes ist und wo wir den Weihnachtsstern nicht als Topfpflanze verwenden, sondern als Schnittpflanze, Schnittblume. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht und ich werde es auch dieses Jahr wieder machen. Für die, die das allerdings nicht möchten und ihre Weihnachtsstände haben und immer irgendwie so ein bisschen Pech hatten, habe ich auch noch ein paar Tipps für euch. Wichtig ist, dass der Weihnachtsstern an einem warmen Ort steht. So zwischen 15 und 22 Grad ist die Temperatur, wo der Weihnachtsstern sich bei euch am wohlsten fühlt. Und ganz, ganz wichtig ist es, unbedingt kalte Zugluft zu vermeiden. Mhm. Vom Gießen her sollte er immer leicht feucht gehalten werden, aber Achtung, überstehendes Wasser, also was dann noch im Topf ist, muss unbedingt abgegossen werden, weil das dem Weihnachtsstern nicht gut tut. Und auf keinen Fall neben Obstkörben stellen, weil dadurch kann die Pflanze einfach viel schneller verwelken. Ja, ich würde sagen, das waren so die wichtigsten Tipps. Ich verlinke euch nochmal die Seite von Stars for Europe unten in der Infobox, da gibt es weitere Tipps und auch nochmal schöne Deko-Sachen, so wie den YouTube-Kanal von My Pond Sweater. Da findet ihr weitere Deko-Tipps. Falls ihr jetzt im Weihnachtssternrausch seid, dürft ihr da gerne auch vorbeischauen. Ich habe im letzten Jahr schon den Weihnachtsstern als Schnittblume genommen und wichtig ist es, wenn man ihn abgeschnitten hat, dass man unten den Stängel so ein bisschen wieder versiegelt mit Feuer. Das macht es einfach noch haltbarer. Wir brauchen als Basis so einen richtig schönen Metallteller. Den finde ich schön, der ist so ein bisschen robust. Und wie gesagt, Streudeko. Ich habe ein paar Tannenzapfen, Sterne, Kugeln. Vasen, das wird nämlich unsere Mitte quasi. Ihr nehmt eure Vasen, stellt die in die Mitte des Tellers und schneidet euch dann eure Sterne zurecht. Das mache ich aber zum Schluss, weil ich möchte jetzt erstmal drumherum dekorieren. Dafür verwende ich, und das ist wie gesagt das Tolle, diese Tipps sind so leicht umzusetzen. Ihr nehmt dann einfach als große Grundlage hier schön eure ganzen Tannenzapfen. Das ist jetzt nur ein Bruchteil davon. Ich habe noch viel, viel mehr geholt. Dann habt ihr hier noch überall so ein bisschen Kugeln, die ihr drumherum legt. Das Farbthema entscheidet ihr, beziehungsweise die Einrichtung eures Zuhauses. Je nachdem, was passt und gefällt, wird dann eben ausgewählt. Dann haben wir hier noch so ein bisschen größere Elemente, die wir damit reinlegen. Man kann es natürlich so voll machen, dass der ganze Teller bedeckt ist. Finde ich auch nicht schlecht. Oder eben noch so ein bisschen lockerer. Ja, machen wir von allen Seiten, wenn das in der Mitte von dem Tisch steht. Achtet darauf, dass das nicht nur von einer Seite gut aussieht, sondern tatsächlich von allen Seiten. Meine Mama hat nochmal den Tipp, dass man zum Beispiel so Glaselemente, wenn man nicht möchte, dass die Halterungen zu sehen sind oder die Bänder, dass man das einfach abnimmt. Und dann gibt es ja so leichtes, so kleine Kleber, die von allen Seiten kleben. Damit kann man die fixieren, damit das Ganze so ein bisschen so liegen bleibt, wie man das gerne hätte. Ich habe jetzt hier noch so Sterne. Die stelle ich dann auch noch so überall so mit hin. So, jetzt haben wir quasi unsere Basis. Das Ganze sieht dann so aus. Ich finde das sehr schick. Mir gefällt es echt gut. Und jetzt nehme ich mir einfach meine Weihnachtssterne. Welche Farben ihr dann nehmt, das entscheidet auch wieder ihr. Ich verlose übrigens Weihnachtssterne. Die schicken wir euch auch. Und dazu schreibt bitte einfach, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und schreibt einfach in die Kommentare, wo ihr oder wie ihr euren Weihnachtsstern, den ihr dann gewinnen könnt, einsetzen möchtet. Und ja, dann seid ihr schon dabei. Das Ganze läuft eine Woche, beziehungsweise ein paar Tage. Ich schreibe alles nochmal genau in die Infobox. Ist also wichtig, da nochmal reinzuschauen. Und wichtig ist dann auch da wieder, jetzt habe ich gerade vergessen, den einen
zu versiegeln. Wichtig ist, dass ihr bitte verschieden hoch schneidet. Macht das nicht alles auf einer Höhe, das sieht nicht aus, dann ist das nicht ganz so schick. So, jetzt versiegeln wir das Ganze mit Feuer, bis wir sehen, aha, das Weiße kommt nicht mehr rausgetropft. So, weil hier unten der Saft. Stängel ist nämlich hohl und dann kann man schön den Weihnachtsstern versiegeln. Denkt dran, wie gesagt, es wird ja von verschiedenen Seiten einsehbar sein und von daher könnt ihr dann natürlich ganz nach Belieben entscheiden, möchtet ihr mehr weiß, möchtet ihr mehr rot. Das ist wie immer Geschmackssache. So, dann sieht das Ganze so aus und ich bin so glücklich, das sieht so schick aus, also jetzt mal wirklich schick. Ihr müsst die Weihnachtssterne von den Längen her so ein bisschen variieren, damit die Proportionen stimmen. Ihr dürft jetzt, also ich hatte das zum Beispiel am Anfang, dachte ich so, ein bisschen kurz. Mama sagte auch aus dem Hintergrund, mach mal noch ein bisschen was Höheres rein. Und Mama hatte recht, wenn ihr dann wieder ein bisschen höher geht und die Proportionen dann wieder stimmen, dann ist das einfach runder optisch. Und das macht dann auch einfach, also probiert einfach aus. Und ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. Hier ist dann mal ein bisschen weniger Pflanze, da sieht man ein bisschen mehr von der Deko. Ist wirklich eine schöne Tischdeko, ist was Besonderes. Das hat nicht jeder, weil nicht jeder so weit sich traut, den Weihnachtsstern einfach mal anders einzusetzen. Ich danke Stars for Europe für diese schöne Kooperation, dass wir Weihnachtssterne wieder an euch verlosen und ich wieder einen schicken Deko-Tipp mache. Und in der Infobox schaut ihr jetzt, wie ihr den Weihnachtsstern gewinnen könnt. Und wenn ihr das genauso cool findet, mal einen Weihnachtsstern anders zu sehen, hey, dann teilt dieses Video auf Facebook und Twitter mit euren Freunden und lasst uns den Weihnachtsstern erneut feiern, und zwar modern und glamourös. Das war mein Video. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen nächsten Videos. Montag, Mittwoch, Freitag, das sind meine Weihnachtstermintage, da kriegt ihr Videos von mir. Das nächste Video wird mit Mutti, da kommt der Hall. Also freut euch drauf, euer Wohnprinz. Ciao, ciao! Füll den Rest jetzt ganz einfach mit Marshmallows auf. Oh mein Gott, Leute, und das ist so lecker, kann ich euch sagen. Ich liebe heiße Schokolade.